Ja, meine Lieben, da sind wir zurück. Er hat wieder leichte Startprobleme hier. Aber jetzt drückt er voll durch. Da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Scum, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Schönes Wetter haben wir erwischt. Wir verlassen so ein bisschen das Schneegebiet jetzt gerade. Jetzt sehen wir auch endlich mal ein bisschen Farbe hier vom Spiel. Sehr geil. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall auch außerhalb des Schneegebietes da mal niederlassen. Wenn wir was Schönes finden, weil es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Gerade hier die Waldgegend. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt müssten wir eigentlich... Warte mal, ich glaube es war... Genau, jetzt müssen wir da lang. Wenn er ihn nicht wieder absaufen würde. Na, Kollege, komm, zieh durch. Schön durchdrücken. Sehr geil. Guck mal, wie er sich abmüht. Sehr schöne Optik hier, muss ich sagen. Also gefällt mir wirklich sehr gut hier. Können wir gerne öfters lang jetzt hier, außerhalb des Schneegebietes. Aber wir haben auf jeden Fall noch viel zu entdecken im Schneegebiet. Ich denke mal, da wird noch einiges kommen. Hier so ein Hochsitz, den müssen wir jetzt nicht unbedingt nachschauen. Ich denke mal, da warten wir ab, bis wir vorne da in der Riesenstadt sind, was doch immer das sein soll. Oh, da ist er schon wieder. Also irgendwie... Weiß nicht. Ich weiß ja, Early Access und so. Aber lädt er jetzt hier irgendwie das Gebiet nach oder was ist das hier? Ich kapiere es nicht. So, 67 brettert er hier im Waldgebiet. Sehr geil. Mit dem Polizeiauto. 68. Wow. Also er wird auf jeden Fall besser. Bald haben wir die 100. Oh, warte mal. Hier könnten wir eigentlich mal einen Blick riskieren. Die steht ja nicht umsonst, die Hütte hier. Die steht ja nicht umsonst. Mal auf hier. Okay, hier ist anscheinend eine Schnapsbrennerei oder so, wa? Könnten wir uns ausruhen? Gut, okay. Gut, Europaletten können wir eh nicht zerhacken. Schön. Schön, schön, schön. War völlig umsonst angehalten. Ah ja, weiter geht's. Schöne Optik hier, guckt euch das an. Och, er kriegt schon wieder nicht hin. Wir hätten echt skillen müssen. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid für die nächste Staffel. Bisschen auf Autoskillen, definitiv. Schöne Optik hier im Wald. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Geräusche hier, Vögel zwitschern. Hier hätte ich auf jeden Fall Bock, mir dann irgendwo da mal eine Basis zu errichten. Sehr geil. Ja, wir sind aber noch lange nicht fertig im Schneegebiet. Deswegen... Ja, wir werden dann auch dann so zurückfahren, dass wir wieder drinnen sind. Was ist denn hier eigentlich los? Okay, hier sind wieder welche. Können wir uns ja dann mal die Tage angucken. Aber ich würde ganz gerne jetzt erstmal ankommen. Guck mal, da sind Felder. Nehmen wir da was mit? Sagen wir, nehmen uns da mal was mit, oder? Bisschen gesund leben mal wieder. Guck mal, wie der hüpfen tut. Komm, den nehmen wir jetzt erstmal auseinander. Den nehmen wir jetzt auseinander. Aber er kommt nicht mehr. Na gut, dann halt nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo? Nichts gefunden. Maiskolben, sehr schön. Also so 3 Stück möchte ich schon mitnehmen, oder? Das ist gerade ein bisschen Flaute hier, ne? So, 3 haben wir. Ich guck mal ganz kurz, ob wir eventuell damit irgendwas machen können, jetzt auf die Schnelle. Im Maiskölbchen, aber ich sehe jetzt hier kein Maiskolben, also wird da irgendwas, guck mal hier, Kürbis. Irgendwas kochrezeptmäßig sein. Hinter ein Süppchen oder so? Wo sind denn hier überhaupt die ganzen Sachen? Nahrung, hier. Würste. Zutaten für Chili con Carne, Apfelkuchen, Pasta. Hier eine Suppe. Ja, dafür brauchst du den. Kann ich den eventuell auch roh essen? Wir
probieren es mal. Oh, ich bin krank. Ich muss mich verheilen. Also verheilen. Ich muss mich mal schnell verbinden. Scheiße, wir haben keinen Stoff gerade da. Müssen wir mal schnell zum Auto. Na? Habe ich nämlich nicht mitgekriegt. Das wäre gut in die Hose gegangen. Wo haben wir denn hier was? Vielleicht irgendwas, was lose ist. Und wir haben so viele Notverbände. Ich würde sagen, nehmen wir den mal, oder? Wunden versorgen, mach mal. Sehr geil. Guck mal hier, die Plauze mit der Stichweste. Sehr geil. Scary Weihnachtsmann, sehr geil. So, hat der mir jetzt eigentlich was gebracht? Der, ist auf jeden Fall was im Magen. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal noch einen rein. Ja, ist in Ordnung, oder? Komm, den letzten nehmen wir auch noch. Dann haben wir uns mal gesund ernährt. Ist zwar roh gewesen, aber ich glaube nicht, dass es ihnen jetzt so wirklich schadet, oder? Gut, fahren wir mal weiter. Sehr geil, wie der hier abgeht, ey. So, wir müssten eigentlich vorne auch schon die ersten Gebäude kommen. Ja, da sehe ich es auch schon riesengroß. Da haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Wie heißt denn die Stadt hier? Veliki Tabor. Boah, okay, der lädt anscheinend die Stadt. Gut, dann wird das sein mit dem Ruckeln. Der lädt die Stadt. Veliki Tabor, da sind wir. Oh, guck mal hier mit der Kirsche. Da würde ich sagen, gehen wir als allererstes rein. Guck mal hier, schon wieder Sonnenblume. Wenn wir uns ein paar Kerne mitnehmen. Dann sind wir auf jeden Fall wieder schön healthy unterwegs. Komm, zieh dir mal einmal rein. Und einmal nehmen wir mit. Oder auch nicht. Doch. Jut. Würde ich sagen, parken wir die Karre irgendwo. Als allererstes möchte ich mir ganz gerne die Kirsche geben. Obwohl, wenn ich jetzt hier gerade so ins Fenster reingucke, da sind Spinz. Spinz oder Spinte. Pass auf. Wir parken die Karre hier. Wenn er uns rückwärts fahren lässt. Also rückwärts fahren ist echt nicht sein Ding, wa? Nee, macht er mir nicht. Rückwärts fahren hat er echt keinen Bock drauf. So, ich will die Kirsche mir jetzt reinziehen. Die sieht extrem schön aus. Sehr geil, oder? Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn wir da jetzt reinkommen, das wäre wirklich ein Traum. Ich stehe auf so alte Gebäude, wa? Tatsache. Tatsache. Sehr geil. Oh, leider nichts im Müll. Ganz schön dreckig hier, ne? Und hier, wo der letzte Gottesdienst gewesen ist. Ah, eventuell ein bisschen Gold oder so wäre schön, wa? Wenn es hier Gold gibt, ich weiß es nämlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie mal was an Gold gefunden haben bis jetzt. Laken da. Eine Leuchtfackel, guck mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ui, hier geht es auf jeden Fall noch weiter nach oben. Komm, gib mal ein bisschen Stoff. Sehr schön. Haben wir den Turm auch. Guck mal, da hinten können wir. Oh, ist hier was zu tun, oder? Hier ist auf jeden Fall extrem viel Loot. Freut mich schon drauf, das jetzt hier mal ein bisschen auseinanderzunehmen mit euch. Ne, wir müssen noch einen runter. Ja, schön. So, lassen wir offen, dass wir wissen, da waren wir drin. Würde ich sagen, holen wir unser Auto. Dann können wir die zwei Häuser dann schnell durcheinander nehmen.
auseinandernehmen. Dann haben wir das auf jeden Fall fertig. Guck mal, schon wieder, ey, diese Hüfttaschen. Aber diesmal eine braune. Okay, ich will nicht meckern. Kaliber 50. Was hast denn du, mein Freund? Musst du pinkeln? Musst du etwa pinkeln? Lass mal laufen. Ja, Blasenvolumen über 100%. Aber ist jetzt hier nichts weniger geworden? Was ist denn los? Doch, jetzt. Kacken muss er bald. Und man hier. Cheese Slice. Sehr schön. Die erste Nahrung, die wir mal irgendwo in der Küche gefunden haben, war. Ui! Kroatien-Trikot. Guck mal einer an. Lederrucksack. Schön. Mal wieder Stauraum. Guck dir das an. Können wir eigentlich. Warte mal kurz. Können wir eigentlich Open Inventory? Genau, guck mal. Dann machen wir da nämlich schon mal alles rein. Guck mal, wir sind ja blöde, wa? Anstatt wir gleich immer was in die Taschen reinmachen. So, dann können wir nämlich. Ne, warte mal. Warum will dann. Warum macht denn der mir das jetzt nicht? Jetzt gibt er mir das nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Cheater. Okay, ich habe gedacht, ich bin da ein bisschen schlauer unterwegs, aber will er nicht machen. Ja, macht er mir nicht. Dann müssen wir gleich nochmal zurück zum Auto. Müssen wir leer machen. Ja, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Lederkutte. Und natürlich das Kroatien-Trikot. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Erste Fußballtrikot. Vielleicht haben wir am Ende der Staffel alle Länder beisammen. Hier ein Hundefoto. Guck mal hier an. Baseball Cap. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Sehr geil. Eine halbe Kippe. Metallschrott. Okay, Metallschrott lassen wir. Wir machen mal die Autos kaputt, wenn wir es brauchen. Zwei Küchen im Haus. Ah ne, wir sind ja schon im nächsten. Gucke mal, was haben wir denn hier für ein Jersey-T-Shirt. Ey, jetzt geht's ja los. Und hier Fußballwochen oder was? Sehr geil. Schön. Sehr geile Optik hier, oder? Außerhalb des Schneegebiets. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, machen wir hier noch Rinder. Zack. Lederrucksack. Hüfttasche, ganz wichtig. Haben wir ja so wenig von. Aber wir nehmen erstmal mit. Wir können ja immer noch aussortieren. So, unsere Fußballtrikots. Sehr geil. So, Patronen. So, Durst hat er immer noch nicht, wa? Ich guck mal ganz kurz. Magenvolumen, Darmvolumen. Nö. Können wir weitermachen? Würde ich sagen, fahren wir ein Stück wieder. So. Mal, hier ist so viel. Ich glaube nicht, dass wir hier alles schaffen, oder? Na, was lädt denn er jetzt hier nach? Sehr geil. Ich würde ganz gerne das Backsteingebäude da hinten mal gucken. Na gut, was von den Backsteinen noch übrig ist. Da hinten ist auch ein Zombie. Der wird nicht ohne Grund hier verweilen. Nehmen wir mal unseren Hammer raus. Guck mal, auch hier. Hier ist nicht umsonst ein Tor. Boah, Kamikaze-Zombie hier oder was? Er ist ja drauf. Habt ihr gesehen, was der für eine Action hier gemacht hat? Okay, Hippie-Hose. Okay, brauchen wir nicht. Steh mal auf, mein Freund. Jetzt sagen wir, geben uns erstmal das Haus hier. Patronen, sehr schön. Immer schön. Müssen wir langsam zusehen, dass wir mal gucken mit den ganzen Waffen, ob wir da oben was schon benutzen können, oder? Weil alles beisammen haben. Magazin, Patronen, Aufsatz. Dass wir da mal ein bisschen mit Waffe rumrennen. Obwohl es wirklich sehr schade ist,
Patronen zu verballern. Müssen wir mal gucken, ob man eventuell hier Patronen herstellen kann. Würde mich mal interessieren. Ich sehe da schon wieder das nächste T-Shirt. Schon wieder ein Jersey-T-Shirt, aber diesmal in Rot. Haben wir heim und auswärts. Sehr geil. Aber bis jetzt noch nichts irgendwie an Kürbissen gefunden, war. Also da ist Mau. Ich würde mir ganz gerne so einen Kürbis mal reinziehen oder so eine Kürbissuppe, wisst ihr? Mal hier, wie schön es aussieht hier. Das ganze Waldgebiet hier. Wunderschön. Mal da. Mann, da. Ah, Metallschrott. So. Ah, wir kommen auch darüber, okay. Nehmen wir das Backsteingebäude. Ich würde sagen, so krass ins Detail gehen wir jetzt nicht, oder? Haben wir hier? Flanellhemd. Ui. Aber wir können ja sowieso mal ein bisschen Stofffetzen jetzt hier machen. Dass wir unser Notverband nicht unbedingt benutzen müssen. Sind die sauber? Die sind sauber. Sehr schön. Handwerk. Warte mal. Ich höre hier schon wieder diese komische Kamera. Gummi nehmen wir auch mit. Da oben lassen wir jetzt. Aber wir werden jetzt hier nicht jedes Haus durchnehmen. Hier auf jeden Fall die riesen Lagerhalle, die möchte ich ganz gerne mal gucken, ob er uns jetzt hier rumlässt. Bei Rückwärtsfahren wisst ihr ja, lässt er uns nicht. Hat er noch nicht so drauf. Nein, eben so. Ja, guck mal, macht er erstmal hier. Macht er den jetzt erstmal hier. Ja, da gehen wir definitiv rein in alle beide. Ich höre hier schon wieder die Kollegen. Sehr schön. Schön gemütliches Spiel, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Macht mir echt Spaß. Gemütlich hier alles durchzugehen. Wann haben wir das Messer hier? Oder ist es noch unseres? Weiß gerade gar nicht. Guck mal, hier haben wir noch ein Bier. Können wir uns bald reinziehen? Ich glaube, es war unser Messer, oder? Was wir einfach nochmal weggesteckt haben. Auf Schnelle. Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend hier aus, die Lagerhalle. Stacheldraht, keine Ahnung wofür. Nehmen wir aber mit. Eine Sturmhaube haben wir eigentlich schon eine, aber... Man kann ja nie genug haben. Was haben wir hier? Schon wieder ein Jersey-Shirt. Wir machen eine Jersey-Sammlung, oder? Team Jersey. Schade, dass ich die Kisten nicht mit ins Auto nehmen kann, wa? Das ist echt schade. Irgendwo einer, irgendwo ist hier einer. Hier ist er. Gut. Der Hammer ist echt geil, oder? Der ist echt der ist wirklich legendär. Da kannst du echt schön draufholzen. Macht auf jeden Fall Spaß mit dem Ding. Was sind das? Lumpenschuhe? Ja gut, können wir ja erstmal mitnehmen, wenn wir wieder Lumpen brauchen. Kollege, dann guck mal jetzt hier rein, was hier schönes ist. Ja, dasselbe. Schöne 9mm hätte ich Bock, war schon zum Anfang so eine normale Pistole. Da können wir eventuell dann auch das Rotpunkt draufhauen, weiß ich nämlich gar nicht. Aber ich glaube, Rotpunkt ist universell, oder? Dass du darauf machen kannst, schön Magazin, eventuell schön Schall... Ah, 9mm Patronen. Schön Schalldämpfer. Schöner Silencer. Ja, hätte ich echt Bock drauf. Wo ich auch Bock drauf habe, ist echt ein Scharfschützengewehr. Schön, na, Handschuhe lasse ich hier. Schön, schön mit schön Scope. Schön mit einem Schalldämpfer. Schön von Weitem die Zombies wegholen. Hätte ich echt Bock drauf, wa? Ich höre hier schon wieder was. Ich würde sagen... Wir fahren mal noch ein Stück. Wir müssen jetzt echt nicht jede Bude hier durchnehmen. Ist echt zu groß.
Da hinten geht's nach MedSafe. Wow! Was hat er denn für eine Haube an? Obwohl, er kann uns ja eh nichts tun. Ich will mal kurz gucken, wo es da lang geht. MedSafe. Okay. Aber wo kommen die denn jetzt alle her? Oh, scheiße. Ein Stück fahren wir jetzt noch. Aber das hier werden wir noch durchnehmen. Dann da hinten die Lagerhallen. Ich würde sagen, wir holen nur die großen Sachen jetzt ran. Guck mal hier, Polizeistation. Sehr geil. Vielleicht finden wir hier noch ein weiteres Auto. Dann müssten wir mal hierher kommen. Ohne Auto und dann hier noch ein drittes Auto mittlerweile holen. Warte mal auf die Tür hier bitte. So, da sind wir, Freunde. Polizeistation. So, haben wir hier eventuell wieder was Schönes? Nee, haben wir nicht. Diesmal nicht. Ja, ich sage, machen wir die Polizeistation noch fertig. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Guck mal hier. Da sind sie. Kann ich den hier durch die Tür eine verpassen? Nee, wa? Doch! Oh, aber die mir auch. Batz, komm mal her. Ah, ihn nicht so. Oh, den haben wir auf jeden Fall. Ah, er ist zu weit weg. Er ist einfach zu weit weg. Locker wird jetzt hier eine 9mm für uns rumliegen, oder? Ich glaube ganz fest dran. Rentierohren haben wir ja schon mal. Brauchen wir jetzt nicht. Papier nehme ich jetzt auch nicht mit. Hier noch mehr Rentierohren. Was ist denn hier los? Wo haben wir denn unsere Rentierohren eigentlich? Haben wir gar nicht mehr auf. Meine Ahnung. Ja, weil wir die Weihnachtsmütze haben. Sicherheitsnadel nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich mit. Schlagstock, ja, warum nicht? Warum nicht? Müssten wir eigentlich auch mal rumrennen mit dem Schlagstock, mal ein paar überziehen, wa? Können wir uns eigentlich eventuell duschen? Nee. So, ich sag, gehen wir mal nach oben. Oh, guck mal, wie weit es nach oben geht noch. Sogar ein paar Zellen hier, sehr geil. Irgendwo muss doch eine 9mm sein, komm schon. Lass mich jetzt hier nicht hängen. Schöne Knastzellen hier. Panzertape nehmen wir mit. Lassen wir nicht liegen. Na gut, jetzt könnten wir jetzt hier schlafen. Müssen wir jetzt aber nicht unbedingt. Okay, in den Zellen ist jetzt nichts. Mal hinten, da ist noch eine Krankenstation. Da, sieht er? Das Kreuz. Apotheke oder Krankenstation? Hundertprozentig wird es doch da Medikamente geben. Da müssen wir gleich mal da mal rüber dann. Oder besser gesagt in der nächsten Folge. Machen wir ganz gemütlich jetzt hier nicht auf Krampf da rüber rennen. Hier mit so Solarenergie. Polizeistation, sehr geil. Guck mal hier, Graffiti, alles ist am Start. Haben sie echt an alles gedacht hier. Wunderschöner Ausblick. Könnte man eigentlich überlegen, hier zu bauen, oder? Da hinten im Wald. Dann hat man immer hier eine Lootstation. Aber ich möchte mir vorher ganz gerne mal das Militärcamp angucken. Wenn da denn nämlich der Loot geil ist, dass wir dann da eventuell da in der Nähe bauen. Wisst ihr, was da der Vivo gesagt hat? Wenn da der Loot geil ist mit Waffen, Munition etc. pp., dann werden wir definitiv da irgendwo in der Nähe bauen. Dass wir da auf jeden Fall immer wieder rankommen. Und die Sachen ranholen können. So, dann sind wir eigentlich durch hier, oder? Waren wir hier schon drin? Ja, hier ist der Eingang. Aber wir kommen nicht drum rum, den nochmal eine zu verpassen jetzt gleich. 9mm. Nee. 39mm, keine Ahnung, wofür die ganzen Munitionstypen hier sind. Das ist bestimmt auch Unmengen an Waffen, wa? Ah, guck mal da, durch ein Fensterlinster. Der Kollege. Komm mal her. Schade. Gibt's hier noch? Oh, guck mal hier hin.
Ah, er verfolgt uns auch, wa? Der lässt uns nicht in Ruhe. Der will auf jeden Fall den Fight haben. Was haben wir denn hier? Ach so, für den Bogen haben wir jetzt hier. So, ich sag jetzt mal Rotpunktvisier-mäßig. Sehr schön. Tech M9. Sehr geil. Ist doch eine ganz normale Pistole, oder? Ich muss mal kurz mal gucken. Belege, leg mal den Hammer kurz weg. Kannst du die mal kurz in die Hand nehmen? Wir haben ja Munition. Eventuell können wir ja nachladen. Tatsache. Wir haben unsere erste Wumme. Aber wie schieße ich? Ja, eine Patrone haben wir. Scheiße. Aber vielleicht kann ich ihn ja einer durchs Fenster verpassen. Oh, nee. Nein! Nein! Ach du Scheiße! Guck dir mal an, diesen Penner. Da. Eine Kugel hat er geschluckt, auf jeden Fall. Kann man hier nicht irgendwie in die Ego gehen? Wow, okay, jetzt müssen wir. Da müssen wir jetzt dringend los. Was mache ich denn hier? Eieiei. Wo kommt die denn jetzt her? War gut was los hier gerade, oder? Meine Fresse, ey, schade. Puppet ein. Ich nehme mal das Ding auf jeden Fall mit. Gut. Knarre haben wir noch, aber kein Schuss mehr. Dafür war eine Truckerjacke. Warum nicht? Oh, scheiß drauf. Scheiß mal drauf. Was hat er hier noch? Dieser Hinterhältige, oder? Regenjacke, Arbeitshose. Guck dir den an, oder? Wäre ja fast in die Hose gegangen. Ja, wie ihr sagt, so ein bisschen durch Kimme und Korn ziehen würde mich mal interessieren, wie das funktioniert. Nicht, dass wir unser Auto verlieren, wa? Jetzt keine Ahnung. Ich glaube, da hinten an der Straße. Aber ich würde ganz gerne mit euch dann in der nächsten Folge hier die Pharmacie. Wird eine Apotheke sein. Will ich mir gerne mit euch durchkämmen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zum Auto. Gucken wir nochmal am Straßenrand, was da alles so Schönes abgeht. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, nächste Folge machen wir die Apotheke hier klar. Dann, wenn wir die Stadt durch haben, würde ich sagen, fahren wir wieder Richtung Norden, nach oben ins Schneegebiet. Und dann ganz oben, da sind auch nochmal so eine kleinen Städte. Und bei D1 da in der Ecke, die möchte ich ganz gerne mit euch durchgehen. Und dann gehen wir Richtung, also natürlich ab und zu mal zum Observatorium zurück, müssen wir ein bisschen abladen, eine Kiste machen, Lagerfeuer eventuell, dann nochmal ein bisschen was purzeln, wenn wir es nicht unterwegs machen. Dann Richtung D2, da ist auch nochmal so ein größeres Gebiet. Und dann gehen wir auf jeden Fall Richtung C3, da zum Militärcamp, dass wir da mal gucken, was der Vivo uns da gesagt hat. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Stefan. Ciao, ciao.